So, dann lassen wir die Zwerge mal hier unten in Ruhe aufräumen. Gegner waren ja keine auf der Karte. Das heißt, wir können uns um anderen Kleinkram kümmern. Was haben wir da? Jede Menge Steinblöcke? Nein. Genau hier, die Memorial Steps. Das ist doch ein guter Denkanstoß. Wir haben noch einen Geist in der Festung und der muss weg. Wir hatten, glaube ich, schon mal geguckt bei dem Crafts Dwarfs Workshop, ob wir da was schleifen können. Aber da war nichts. Vielleicht ist ja inzwischen da was dazugekommen. Ah ne, das war gar nicht bei denen, das war bei den richtigen Masons. Da, die sind alle dabei, Särge zu produzieren. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber trotzdem müssen wir mal ganz kurz zwischendurch. Rock Slab? Ne, das ist nur die Konstruktion von dem Rock Slab, nicht die Verschnörkelung mit dem Namen. Also doch hier. Das deaktivieren wir mal. Engraved Memorial Slab. Und immer noch ist kein Geist da oben. Also bisher hatten wir es so gehabt, dass wenn mal ein Geist aufgetaucht ist, was ja bisher schon dreimal war, dann war hier immer ganz oben auf der Liste einer, der war rot markiert. Und da stand dann irgendwie Geist, so wie noch. Aber hier ist keiner davon. Slab Engraved. Ja. Ich gehe jetzt mal alle durch. Und wenn das nicht hilft, dann müssen wir halt den Geist nochmal angucken, seinen Namen lesen, also beide Namen. Und dann schauen, ob der hier irgendwo in Liste ist. Aber das sind so tierisch viele Tote. Sogar die Wagenkarren und die Ochsen und Pferde und was weiß ich. Ich mache mal einfach ein bisschen schneller. Hoffe ich mal, dass meine Augen mitkommen. Falls der jetzt irgendwo Geist zwischendurch aufspringt, aber nö, war nicht. Gut, dann halt Einheitenliste. Mit U und wir hätten gerne andere und zwar Kullet, das können wir uns doch merken, so heißt unsere Festung. Das heißt ja Abtei auf Zwergisch. Also Kullet Eshtanefek. Kullet Eshtanefek. Also wieder hier hin. Engrave Memorial Slab Kullet Ektaneshit. Ich springe jetzt einfach mal mit dem Malzeichen. Ich glaube, es ging ja immer so eine ganze Seite. Ja, genau. Ektaneshik. Also ich überfliege das jetzt echt nur sehr peripher. Eschonlebisch? Nein. Kullet Ektan irgendwas. Es verschwindet schon, während ich drüber nachdenke, aus meinem Gehirn. Das ist kein gutes Zeichen. Aber bei den Namen ist auch nicht zu verwundern. Nö, ich sehe den hier nirgends. Und eigentlich werden sogar ja die gegnerischen und die neutralen hier angezeigt. Also die Wagen zum Beispiel, die gehören hier immer zu den Karawanen, also nicht zu unserer Festung. Und trotzdem werden die hier aufgeführt. Also selbst wenn es nicht einer unserer Zwerge wäre, müsste er eigentlich in der Liste auftauchen. Obwohl, nee, Feinde werden hier gar nicht auftauchen, aber halt andere Zwerge und vielleicht auch Menschen. Kein Kullet, kein Ektaneshek. Boah, sind das viele, 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 viele Tote. Da die aber alle keinen besonderen Namen haben, also in Großbuchstaben, gucke ich jetzt nur noch auf den Vornamen. Oh, wir sind durch. Ja. Nö, kein Kullet Ektaneshek. Da weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, was wir machen können. Was machen wir, wenn wir nicht wissen, was wir machen können? Wir ignorieren es erstmal. Was haben wir noch zu tun? Die Straße. Einmal S drücken. So, die geht auch weiter. Die ganzen Fallen werden alle bestückt. So weit, so gut. Die Falltür da hinten ist platziert. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis alle da die ganzen Krimskrams rausgeräumt haben. Und dann wird das ganze Teil abgeschlossen. Damit da nie wieder irgendwas passieren kann. Das heißt, dann dürften die Invader von außerhalb, also von oben, die Goblins, auch immer von oben reinkommen. Und die Invader oder Monster von unten auch wirklich nur von unten. Das heißt, der Tunnel verbindet das Ganze nicht mehr. Die können angreifen, von wo sie gerade lustig sind. Das klingt schon mal sehr praktisch. Genau wie die Migranten, die den falschen Weg nehmen und so weiter. Das wird dann alles nicht mehr vorkommen. Was schon mal sehr gut klingt. So.
Unser Zwerg auf der Streckbank liegt immer noch auf der Streckbank. Komatös, wie er sie es ist. Wir haben die Räume hier oben noch gar nicht gemacht. Das wollte ich mit der Zeit ja auch machen. Ja, so viel Kleinkram. Und auch sehr viel Micromanagement, der noch fehlt. Eigentlich wollte ich ja auch die ganzen, den Miliztrupp hier den Betten neu zuordnen. Obwohl, das könnte ich mal kurz machen. Die hier oben müssten ja teilweise noch frei sein. Ich gucke einfach mal so ein bisschen durch, ob hier irgendwo freie Betten sind. Aber so auf den ersten Blick sehe ich keine. Wir haben ja inzwischen auch wieder 80 oder so Zwerge. Vielleicht sollten wir da mal eine zweite Etage bauen. Stimmt, hier war gar kein Bett, hier war die Runterschmeißaktion für die Goblins. Hm. Oh, da ist ein leeres Bett. Da sollten wir doch gleich mal ein Bedroom draus machen. Nicht, dass irgendein Zwerg auf dem Boden schläft und deswegen durchdreht, das wäre nicht so toll. Aber nö, der Rest ist alles in Beschlag genommen, meistens von zwei Zwergen gleichzeitig. Also irgendwelche Ehepaare. Da ist noch einer nicht fertig. So. Nö, gut. Dann brauchen wir noch eine Etage mit Schlafsälen. Die hatten wir hier unten ja schon mal vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Tür. Keine Chair-Tür. Granitür. Oh, wir brauchen neue Granitüren. JMQ. Wir hätten gerne Rock Door. 30 Stück. Und Cabinets. Haben wir davon noch welche? Ich guck mal ganz kurz. Kabinett. Ein Pine-Kabinett. Nein, danke. Wir hätten gerne JMQ Rock Kabinett. 30 Stück. Ja. Aber die ganzen Betten haben wir alle noch nicht zu Bedrooms gemacht. Das sollten wir ganz schnell mal machen. Und danach ordnen wir oben in den Baracken die Betten mal den Hammerzwergen zu. Und ich hoffe dann mal, dass sie das alte Bett freiwillig aufgeben. Also die müssten jetzt ja alle schon oben sich Betten genommen haben in den Hauptschlafsälen. Und wenn nicht, dann müssen wir die halt da alle rausschmeißen. Sobald sie das neue Bett haben natürlich. So, BB, haben wir noch Betten? Ja, wir haben Betten. Haben wir auch noch sehr gute Betten. Ja, 1, 2, 4, 5 Stück. Die ist für die Miliz, oder die sind für die Miliz. Das ganze Krimskrams kann ich hier hin. So, oh, da unten auch noch. BB. Da und da und da auch noch. So. Oh. Okay, das mit den Betten müsste da schon mal hinhauen. Also jetzt hier. Die wurden auch schon alle in Beschlag genommen. Okay, also F. F. Wie viel sind das eigentlich immer? 9 pro Seite. Nee, gar nicht. 7 pro Seite. Das ist ja sehr taktisch ungünstig gewählt. Sollten wir vielleicht noch ein wenig ausbauen. Auch wenn es ja nicht mehr wirklich symmetrisch aussieht. Aber ja, ich hätte gerne die hier oben für den einen Hammertrupp, die da unten für den anderen Hammertrupp. Und dann entweder hier oder unten bei den Schießständen noch Schlafsäle für den Crossbow-Trupp. Crossbow-Trupp. Und hier dann auch den dritten Hammertrupp und den vierten Hammertrupp. Nee, wenn, dann sollten wir nochmal einen Axttrupp nehmen, falls wir irgendwelche Gegner haben, die nicht gepanzert sind. Sowas wie irgendwelche Bestien. Da ist es ja ganz praktisch, eine Axt zu haben. Oder ein Schwert. Weil die halt besser durch Fleisch durchkommen als so ein Hammer. Ein Hammer macht das halt nur Squish. So, ja, Hammerzwerge. Nach welchem System machen wir es am besten? Ich glaube, wir schmeißen erstmal die Zwerge hier oben raus. Dann tauchen sie in der Liste wieder auf und wir können sie da wieder einfügen. Der Haken ist halt nur, dass die Betten geteilt werden und das sind viele Betten. Ja. Ich glaube, ich mache erstmal was anderes. Das mache ich dann eventuell auf Camera. Muss ich mal gucken. So, was haben wir noch zu tun? Wir haben oben die Küche, wo alle dabei sind oder auch nicht dabei sind, weil keiner drin ist, Fett herzustellen. Das ist okay. Was machen unsere Braumeister? Also, Gerugon hängt unten bei einer Destille ab, aber der braut bestimmt nicht, der süffelt nur irgendwas.
Und wir haben keine Braubefehle. BB, ABR. 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 Auch wenn wir nur zwei Braumeister haben. Aber das passt schon irgendwie. So, der Friedhof hier wird immer voller. Was sind das denn da für Dinge? Quinte, Quico, Romis, teilweise irgendwas. Ah, teilweise Skelett. Ah, es ist ein Elf. So sehen Elfen aus. Also, das da. Na, kurios. Na gut. So, hier oben sollte es noch ein Problem geben mit der Nahrung. Oh ja, ich sehe schon ein paar Blutflecken. Ja, die prügeln sich hier ab und an, aber... Das war bestimmt, weil die Zone zu klein ist. Nee, die ist gar nicht zu klein. Die ist ganz schön groß eigentlich. Und wir haben hier wie viele Schwäne? Nee, Goose war... Gans. Wir haben zwei Gänse, zwei Hühner. Und einen Schwan. Oh nee, ein Ganter. Das ist eigentlich ganz okay so. Ah, wir haben aber keine Nestboxes hier drin. Das sollten wir mal ändern. Haben wir noch irgendwelche auf Vorrat? Bitch. Wo ist die Nestbox? Nestbox. Da ist die Nestbox. Wir hätten gerne da... Oh ja, wir haben vier Stück davon. Also vier Shared Nestboxes. So. Shared. Und dann machen wir noch ein bisschen abseits nochmal andere Boxes, falls die Hühner und die Gänseküken sich nicht vertragen. Also eine Granitnestbox da unten und eine Granitnestbox da. Die werden sich das jetzt hoffentlich selbstständig gleich nehmen und in die Eier legen, damit unser Koch ein wenig mehr zum Verkochen hat. Wir wollen ja immer noch selbstständig werden, was schon ganz schön lange dauert, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, vor 10, 20 Folgen habe ich mal gesagt, jetzt versuchen wir aber, uns abzukapseln und alles selbstständig zu machen und so weiter. Das hat mit dem Brunnen angefangen, der immer noch nicht fertig ist. Ja, aber es eilt ja nicht. Bisher... Oh, ein Mandat. Wird jetzt ganz schnell erfüllt. Ein Crossbow. Aber ja, bisher schlagen wir uns recht wacker. Also verlieren immer wieder Zwerge, aber wir kriegen ja auch immer wieder neue. Das heißt, das ist nicht so wirklich schlimm. Und unsere Festung wird nach und nach immer weiter ausgebaut. Wir kriegen neue Waffen, neue Rüstungen. Also ja, ich denke, da kann uns erstmal nichts. So... Hier oben ist nichts Neues. Hier wird das Holz abtransportiert. Ah, apropos Holz. Immer mal wieder auf die Holzlager gucken. Geht so. Was stellst du her? Den einen Crossbow. Der Rest wird wahrscheinlich für die Kohle drauf gehen. Aber das heißt, wir können bald wieder ein paar Sachen herstellen. Beziehungsweise einschmelzen. Da können wir mal ganz kurz gucken, ob irgendwo noch ein Stockpile ist mit Ambossen. Genau da. Auch wenn es nur einer ist. Ein Stahlamboss, sehr schön. Sonst ist hier unten nix. Was ist das eigentlich da für ein rosa Block? Pitchblende. Hm. Dies ist ein Pitchblende-Block. Ja, kurios. Also mit rosa im Stein habe ich noch nie gearbeitet. Scheint auch recht selten zu sein. Aber ja. Der Hammerzwerg McDavid? Jo, McDavid ist vorher seit einer Woche verschwunden. Er ist bestimmt schon tot. Was wollte ich gerade? Ich wollte genau nach Sachen zum Einschmelzen gucken. Hier oben sind auch keine Ambosse. Das heißt, wir müssen mal ganz auf unsere Stockpiles gucken. Stocks. Wir hätten gerne Waffen. Da sind die Waffen. So, eine Silberpeitsche. Sehr schön. Daraus können wir unsere Warhammer machen. Die können wir aber nicht einschmelzen. Huh. Allgemein können wir die Peitsche nicht einschmelzen. Ja, es macht Sinn. Es ist ja primär nur Leder. Da sind so ein paar Metallzacken dran. Aber trotzdem komisch. Na gut, wir haben Steel Battle Axe, die wollen wir auf jeden Fall behalten. Wir haben Silver Warhammers, die wollen wir auf jeden Fall behalten. Iron Short Sword, das kann weg.
Darf ich auch nicht einschmelzen? Was zur Hölle ist denn hier los? Das darf ich einschmelzen. Hm. Also in einem Kurzschwert ist auf jeden Fall genug Metall drin, um eingeschmolzen zu werden. Sehr komisch. So, Silberspeere, 2 Stück können auch eingeschmolzen werden. Stahlspeer, Iron Maces können alle eingeschmolzen werden. Silver Maces können auch alle eingeschmolzen werden. Steel Maces auch. Silver Crossbow auch. Stahl Crossbow auch. Weil bei den Crossbows macht ihr nur die Qualität den Unterschied, nicht das Material. Das heißt, wir können die ruhig alle aus Holz haben. Da haben wir ja auch ein paar Vorrat. So, Iron Picks. Wir haben 8 Copper Picks. Das heißt, unsere Miner dürften wir noch haben. Das heißt, wir können die Stahl picken und die Iron picken einfach mal einschmelzen. Den Eisenbogen genauso. Oh, da kommen wir sowas von nicht hinterher mit unserem Kohlebedarf. Silver Pikes auch. Silver Two-Handed Sword auch. Das können wir auch nicht einschmelzen. Also manche Sachen sind davon echt komisch. Warum kann ich ein Kupfer-Zweihandschwert einschmelzen und kein Silber-Zweihandschwert? Das ist nicht so wirklich begreiflich. So, Silver Mauls kann weg. Silver Great Axe. Alles, was aus Silber ist, kann weg. Außer die Warhammer. Das wäre jetzt nicht so sinnvoll, wenn wir die einschmelzen würden. So, der Rest ist hier alles aus Holz. Jo. Sehr schön. Also den Befehl zum Einschmelzen gebe ich noch nicht. Dafür haben wir nicht genug Kohle. Denke ich mal. Aber später kann ich dann einfach, wenn wir irgendwann mal wieder dran denken, sagen, Melt Metal Object, 30 Stück. Und dann hat er was zum Einschmelzen. So, wir haben nicht allzu viel geschafft. Dafür war es jede Menge Kleinkram, der mal getan werden musste. Jetzt machen wir einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.